So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Hast du jetzt schon einen Zug für Sonntag? Nein, habe ich noch nicht, ist wo, aber da kommen wir später dazu. Wer weiß, wenn das Video hier online kommt, bin ich wahrscheinlich schon längst in Stuttgart beim dicken Iswo. Eine Woche weg, eine Woche raus. Ich haltet nicht aus, ich sage euch. Und wir wollen heute mal auf einen Zuschauerwunsch eingehen. Der kommt nämlich vom Markus Kutschera. La Cucaracha. Nein, der Markus Kutschera hat nämlich geschrieben, mach mal ein Video über alle deine Shinies. Ich habe dann gesagt, werde ich bei Gelegenheit mal machen, denn ich muss erst andere Themen durchnehmen und aktuell halten, und habe ihm ein Video verlinkt, in dem ich schon mal zum Jahresende meine Shiny-Sammlung gezeigt habe. Mittlerweile hat sich aber wieder einiges getan und deshalb wollen wir heute nochmal ein aktuelles Video machen über meine Shinies. Wir gehen dafür mal hier auf die Pokémon, wieder nach Nummern sortiert, geben schillernd ein und dann gehen wir das Ganze mal durch, was wir da so haben. Die C-Day-Pokémon sind ja im Allgemeinen nicht so besonders. Die hat ja eigentlich jeder, wirklich jeder, der durchgehend spielt, müsste da eigentlich welche haben. Klar gibt es Leute, die beim C-Day wirklich kein einziges Shiny bekommen, obwohl sie 3 Stunden spielen. Das ist aber eher ein geringer Teil und wir gehen jetzt mal wirklich hier auf die Shinies ein, die ich mittlerweile alle habe. Ich versuche auch immer die ganze Familie zu bekommen, deswegen seht ihr hier mehrere Bisasamen, Bisaknospen vorhanden, auch Bisaflor, Glumanda natürlich, Glutexo, Glurak, und zwischenzeitlich hatte ich gar keine mehr davon, weil ich manche dann einfach weggetauscht habe und musste mir dann nochmal neue holen und wieder rübergeben. Habe ich auch eine ganz besondere Taktik immer dazu. 2 schwarze Glurak, Shiki ist auch häufig dabei. Normal, mit Sonnenbrille auch, genauso dann wie, man, die hören ja gar nicht mehr auf. Genau wie Shillog, auch mit Sonnenbrille. Ach nee, da habe ich nur 1 gut, die anderen habe ich alle so gelassen, weil Rose sind ja immer noch am meisten wert. Dann noch ein Shiny Turtok mit Sonnenbrille und 100%. Das drücken wir hier mal durch, kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP beste, Angriffklasse, Verteidigungsklasse, die besten, die ich je gesehen habe. Ihr seht, da mache ich keine Scherze, das ist wirklich so. Und dann ein normales Turtok ohne Sonnenbrille, aber auch als Shiny, haben auch ein paar dazu. Hier noch ein Raupi, das hat auch ein bisschen gebraucht, ein Marius hinterher, eine Blutorange, also da habt ihr einen Safcon und natürlich ein Smetbo. Davon ist auch 1 frei, was ich tauschen könnte, ein Raupi könnte ich also abgeben. Taubsi haben wir mittlerweile 2 Stück, 1 brauchen wir noch, bis wir die Familie entwickeln können, denn da warte ich meistens. Genau wie bei Radfratz habe ich mittlerweile auch 2, könnte ich auch entwickeln. Pikachu mit Weihnachtsmütze haben wir hier, ein weibliches, dann ein normales weibliches, noch ein normales männliches, also normal im Sinne von shiny normal, ein Raichu natürlich, ein Alola Raichu, was ich ganz besonders genial finde, das hat auch gar nicht so lange gedauert, bei Alola Knogger hat das 100 Jahre gedauert und tausende Raids, aber hier habe ich vielleicht 20 Raids gemacht, dann war das schon da. Dann Sandan ist ganz neu dazugekommen, selbst gefangen, obwohl ich es schon mal davor hatte, getradet. So habe ich 2 auch wieder, die ich abgeben kann. 1, was ich behalte und 1, was ich entwickelt habe. Das habt ihr in dem Video jetzt die vergangenen Tage natürlich gesehen. Nidoran habe ich mittlerweile auch 2 Stück, da fehlt mir noch ein 3. Dikta, da sind beim Boden-Event ein paar dazugekommen. 1 habe ich dann auch entwickelt zu Dikdri, kann man hier sehen. Enton habe ich auch ein paar von diesen Eisbonbons, habe ich auch schon 1 entwickelt, das höchste damals, glaube ich. Da sind auch etliche da, die man abgeben kann. Da Entoron in diesem Dunkelblau, sehr brutal. Mankey hätte ich noch was, auch zum Abgeben und natürlich auch entwickelt zu Rasaf. Fukano, der ist jetzt ganz neu, da habe ich nämlich einen getradet bekommen, schon ein bisschen länger her, und habe jetzt auch meinen 2. gefangen. Ihr seht, der ist, glaube ich, der getradete und der müsste dann aktuell sein. Jetzt könnte ich da natürlich auch entwickeln, damit ich beide Pokédex-Einträge habe, aber das muss ich alles mal machen, wenn ich wirklich Zeit habe. Macholo habe ich hier noch ein paar, Machok, Machomai, also ein Macholo könnte ich noch abgeben. Ponita haben wir hier, Ponita und Galoppa damals, als Dragosso und Ponita eben released wurden als Shiny, saßen die ja wirklich überall. Magnetilo habe ich mittlerweile auch 2, beide getradet, bisher noch keins selber gefangen. Und
Theoretisch bräuchte man noch ein drittes, weil es wird ja auch irgendwann Magnetzone freigeschaltet. Also reichen zwei nicht, da braucht ihr noch eins dazu. Slimer zwei Stück, da könnte ich auch entwickeln. Bei Mushas könnte ich auch wieder einiges abgeben, wie ihr hier seht. 3, 4, 5, 6. 6 Stück und ein Austausch, also da ist die Familie voll. Nebulak haben wir 1 und ein Gengar, denn die Gengar gab es ja in den Raids. Da fehlt mir noch also ein zweites Nebulak, damit ich es zu Alpollo machen kann. Oder eben direkt ein Alpollo, selbst wenn ich da 80.000 dafür bezahle, wäre mir das auch recht. Gengar sind noch ein paar da von den Raids damals, habe auch ein paar getauscht. Anderen hin, Mikfu fällt mir da ein, der hat eins von mir bekommen. Traumado, Hypno habe ich da, Krabi, ja, das ist leider, habe ich mich so gefreut, dass mir der Naro da ein zweites Krabi gegeben hat, damit ich beide habe und auch mal eins entwickeln kann, und dann ist das einfach lucky geworden, und das finde ich so, ich weiß nicht, seht euch das an, ich finde das ist schön, das ist schlicht, das ist dezent, da kommt die shiny Farbe gut raus, und dann habt ihr das, und das ist so grell und lenkt einfach komplett ab. Da das aber nur bei kleinen Pokémon so extrem ist, dass dieses Grelle dahin so durchkommt, werde ich wahrscheinlich das Lucky-Pokémon entwickeln. Vielleicht sieht das dann nicht mehr so schlimm aus, wenn das größer ist und dann dieses Grelle verdeckt. Vielleicht wirkt das dann ganz anders. Normalerweise würde ich ja immer das Höhere entwickeln und das Kleinere so lassen. Aber hier würde ich es vielleicht mal andersrum machen, außer ich bekomme noch eins. Dann wäre ich darüber natürlich auch sehr dankbar. Dragosso haben wir natürlich auch noch hier, genauso wie Knogger. Haben wir auch was zum Abgeben. Und Schocker hinterher, also das Alola-Knogger, was aber eben auch getradet ist. Oh, da haben wir noch ein ganz besonderes Schätzchen. Das ist irgendwie ganz insgeheim reingekommen. Ich wusste nie, wie ich das verpacken soll. Jetzt habt ihr das hier schon gesehen. Aber das ist natürlich auch hier dabei. Ein 100-prozentiges Shiny Sichlor. Und das, obwohl ich mir erst eins teuer getradet habe für 80.000 Sternenstaub und dann plötzlich selber noch eins bekommen, da bin ich fast komplett ausgerastet. Wir werden auch mal kurz hier die Bewertung durchgehen. Kann es mit allen aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung. Beste, die ich je gesehen habe. Und das ist auf jeden Fall wert, entwickelt zu werden. Nicht nur, weil es das höchste Shiny Sichlor ist, was ich habe, sondern eben, weil es ein 100-prozentiges ist und weil es kein Lucky ist. Und das wird ja dann zu diesem grünen Xerox statt dem roten Xerox. Richtig genial. Hier also das andere, das getradete, was eben ein bisschen niedriger ist vom Level. Aber das kann ja Sichlor bleiben, das stört ja niemanden. Dann habt ihr ein paar Shiny Pins hier, beziehungsweise nur noch zwei. Da habe ich auch schon etliche weggegeben, wie man sieht. Carbador habe ich noch ein paar übrig, da kann ich auch welche abgeben. Habe jetzt mittlerweile ein normales und ein Lucky Garados als Shiny. Also normal heißt immer mit Shiny. Labras ist am Start, Bruder. Du wirst es nicht für möglich halten. 111 WP. Und da kommt eigentlich noch eins dazu, weil da auch noch ein Trade geplant ist. Da bin ich noch nicht fertig, denn das ist dann zum Abgeben. Und das, was ich kriege, ist dann zum Behalten, was ja hoffentlich auch mehr WP hat. Das ist besonders nice. Dann noch ein paar Evolis natürlich. Es ist kein Blumenkranz-Evoli dabei, aber so heiß bin ich da nicht drauf. Mir reicht das, wenn ich die normalen Formen alle in Shiny habe. Ihr habt ja Aquana, Blitzer, Flamara. Die anderen beiden sind auch noch da. Die seht ihr dann später weiter hinten. Mit diesem Blumenkranz, den fand ich sowieso hässlich. Habe ich mir da keine Mühe gemacht, habe auch keins bekommen, würde auch niemals sowas traden oder dafür dann Sternenstaub ausgeben, um so einen Blumenkranz-Evoli zu bekommen. Bei Pikachu ist das eigentlich auch so, da reicht es mir normalerweise, wenn ich ein normales habe und die Entwicklung und das Baby, aber ich brauche jetzt nicht noch das Hexenhut-Pikachu mit Shiny und das Weihnachts-Pikachu als Shiny und hin und her, das... Irgendwann hört der Spaß ja auf, ihr habt ja trotzdem dann als Shiny in eurem Pokédex die ganzen Verkleidungen, die dazukommen, sind ein kleines zusätzliches Gimmick, kann man machen, wenn man perfektionistisch ist. Ich bin's woanders, wenn es um Luckys geht, da raste ich immer komplett aus, wenn da ein Shiny Lucky wird. Aber da ist ja jeder anders, jeder hat da ja andere Ziele. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Ammonitas und ein Amoroso. Das hat auch 100 Jahre gedauert, bis ich endlich an dieses blöde Ammonitas gekommen bin. Das hat mir, glaube ich, auch jemand getradet. Ich muss mal kurz hier reinschauen. Das war der Niemand nämlich. Der Niemand, der spielt aber gar nicht mehr. Also er könnte sich jetzt auch in
Na gut, niemand passt ja jetzt eigentlich. Das Amoroso habe ich damals gleich zum Anfang vom Bockwurst King bekommen, auch mit einem richtig guten Level, richtig gute Sache. Kabuto haben wir dabei, Kabutops haben wir dabei, Aerodactyl haben wir dabei, mehrere, manche sind aus Dortmund gefangen, manche sind aus der Quest gekommen, manche einfach so, manche getradet, also richtig gute Sache. Und dann habe ich, seitdem es die Glücksfreunde gibt, angefangen, mir die Vögel nochmal rüber zu geben, um den Lucky Dex zu füllen. Und den habe ich dann nicht mit einem normalen Arktos, sondern mit einem Shiny Arktos gemacht. Da ist das nicht schlimm, wenn das Lucky wird, denn ich habe einen Shiny Arktos noch so auf der Hand. Das hat auch keine Entwicklung. So könnt ihr euch das normale Shiny Arktos angucken und eben das Lucky Shiny Arktos, was dann ein bisschen besser ist. Genauso war es dann auch bei Zapdos, dass ihr eben das normale Shiny Zapdos habt und das Lucky Shiny Zapdos plus Lavados eben. Obwohl, was ist, da ist es andersrum. Da ist das normale Shiny besser, höher, weil das eben aus dem Raid ist mit Level 20 und das hier war nur eins aus der Feldforschung, Level 15. Und ja, deswegen hat das weniger WP und steht weiter hinten. Aber trotzdem Shiny und Lucky zusammen. Dann haben wir noch Dratini dabei, wir haben Dragonir dabei, wir haben Dragoran dabei. Dann geht es schon wieder los mit Generation 2, Endivie oder Endivie, wie auch immer wie ihr das auch nennen wollt. Habt ihr da etliche wieder am Start, da kann man so viele abgeben, da kommt man gar nicht mehr hinterher. WP 11, richtig gut, Lorblood, Megani, Feuriegel, da sind auch etliche dabei. Igelava ist dabei, Tornupto ist dabei, Kanimani haben wir auch dabei, Tyrakrok, Impergador, dann Pichu, da kommen wir schon zu Babys, Pichu haben wir dabei und Pi, was ich mich wirklich wieder geärgert habe, dass das Pi dann Lucky geworden ist, denn das ist schon wieder, obwohl, das könnt ihr entwickeln, das wird ja dann größer, dann bedeckt es diesen Bildschirm mehr, dann sieht es vielleicht wieder besser aus. Aber wir haben ja auch schon ein zweites Pi, also lassen wir das, können das erste durchentwickeln und eins fehlt trotzdem noch. Togepi haben wir drei Stück, eins habe ich letztens weggegeben, glaube ich, an die Angelina Vio. Natu haben wir hier, Xatu haben wir, Voldilam haben wir ein paar, Vardy, Ampharos, ein Sonnenkern vom Marco, müsste das glaube ich gewesen sein. Ja, Nebels, genau, vom Marco, deswegen das Herzchen dran. Und ein Sonnenflora, was ich vom Kalle bekommen habe, was leider auch Lucky geworden ist und da geht nichts mehr zu retten. Das ist nur so ein schmächtiges Pokémon und der Hintergrund, der blendet einfach, aber da hat sogar schon das Sonnenkern mehr WP als die Weiterentwicklung. Da wäre es gut, noch ein zweites Sonnenkern oder eben ein Sonnenflora zu bekommen. Psyana eben hier, die Weiterentwicklungen noch von Evoli, Psyana, Nachtara, Gramurks habe ich noch etliche, auch zum Vergeben. Tansa gab es beim Käfer-Event, habe ich da drei Stück gefangen, die ersten für mich, habe ich auch damals getradet. Da müsste ich auch noch eins entwickeln, damit ich eben noch ein normales Shiny Fostelga habe, weil das vom typisch Andy ist leider auch Lucky geworden. Schluggy ist leider auch Lucky geworden, aber mit dem passt das vielleicht sogar, weil das sieht eh so goldig aus. Dann haben wir Snubbull dabei, wir haben Granbull, wir haben Potrot, da haben wir einige mitgenommen, kann man ja auch nicht entwickeln. Quiekel, wieder ein C-Day-Pokémon, das wischen wir auch schnell wieder hier durch. Quiekel, da müsste Keifel kommen, der goldene Haufen. Alter Quiekel, was ist los mit dir? Was machst du da? Wir trinken Dosenbier, würde der Iswa jetzt sagen. Quiekel und Keifel haben wir hier. Das Marmudel ist jetzt nicht da, weil das zählt ja dann wirklich zur Generation 4. Deswegen haben wir hier Pupsi, also eine Botogel, was ich von Pupsi eben bekommen habe am 24.12. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Und Duster haben wir noch hier. Noch ein zweites. Da können wir also auch wieder einen Hundemon draus machen. Dann haben wir Kusilla. Zwei, drei Stück. Da können wir eins. Theoretisch könnte man eins weggeben. Zwei behalten. Aber eins von den anderen ist ja nun Lucky. Und da muss ich wieder gucken, wie das aussieht, wenn es ein. Roselia wollte ich sagen. Wenn es Rosana ist. Ob das dann passt, ob das nicht passt. Am liebsten würde ich also das hier behalten, also das entwickeln und das hier behalten und das erste wegschmeißen wahrscheinlich, weil der Hintergrund mir einfach nicht zusagt.
Elekid haben wir 1, Magby leider auch wieder lucky geworden, aber wir haben noch 1, 2, 3, wir haben da noch 3 Stück und da könnt ihr wirklich 3 machen, Magby, Magmar, Magbrand, müsste ich aber auch, wenn ich das nehme, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, eigentlich ist 1 zum Traden, weil das frei ist und die 2 anderen, da müsste ich wieder mit dem Lucky einen Kompromiss machen und das behalten. Lavita haben wir natürlich auch noch, Pupita haben wir, Despotar, das ist richtig genial. Das 98er bei der Feste Coburg, bei mir war es einfach ein Shiny, die anderen haben sich so gefreut, dass sie ein 98er hatten mit Katapult, Steinkanne. Da haben wir ein paar noch dazu, dann haben wir Lugia natürlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Lugia und ein Lucky Shiny Ho-Oh. Das fand ich damals aber trotzdem cool. Komischerweise, das muss man nicht verstehen, manches ist cool, manches nicht. Dann aber haben wir auch noch ein normales, habe eine Haar. Da haben wir aber auch noch ein normales, deswegen ist das nicht so schlimm. Und noch eins, dann kommen wir schon zu Generation 3. Da haben wir dann Gekabor wieder, den Starter. Und Reptane und Gewaltro. Dann sind die Starter vorbei, aber bald kommt ja der Community Day mit Flamly, da geht's da weiter und dann fehlt noch Hydropi und Hydropi finde ich wieder richtig genial und vor allem Sumpex, da freue ich mich schon. Flamly finde ich jetzt nicht so genial, obwohl Logok ist ja trotzdem ein cooles Pokémon, auch als Kampf-Pokémon. Dann haben wir jetzt Fifien, habe ich damals auch getauscht, mittlerweile auch selber was bekommen, haben wir welche, Magnayen schon entwickelt, Zickzacks haben wir hier 1, 2, könnten wir auch 1 entwickeln wenigstens, Luturzel vom Luturzeltag, also sind auch etliche reingekommen und die Weiterentwicklungen, Lombrero, Cavalores auch vorhanden, Schwalbini haben wir 1, hatten wir ein 2. bekommen entwickelt zu Schwalbus, Wingull. Habe ich mich auch geärgert, das ist auch so, ihr, das geht so unter, das ist ein weißes, dünnes Pokémon, das sieht man doch fast gar nicht, wenn das lucky wird. Hab mittlerweile aber trotzdem noch ein normales und konnte auch eins entwickeln, zu Pelipper eben, so ist das und das cool, kann man behalten und das ist eigentlich zum Wegschmeißen, das braucht man eigentlich gar nicht. Makuhita haben wir da, Hariyama haben wir da, Azurill haben wir da, 187 und ein 2. Azurill. Jetzt fehlt also noch ein 3. Azurill. Dann ist es auch heftig, der Boss. Zubiris am Start, hat ja keine Entwicklung. Flunkiefer da, hat auch keine Entwicklung. Das noch damals getauscht mit dem Robin. Ich raste aus. Mit dem Robin für 80.000 und da habe ich ihm ein Shiny Lavados dafür gegeben. Und ein paar Tage später bekomme ich das einfach aus einem Raid hinterhergeworfen und denke mir, nein, ich habe so viele Flunkiefer-Raids gemacht und auch ein Epic Flunkiefer, Shiny Flunkiefer-Jagd-Video gemacht, zusammengeschnitten. Stolunio haben wir dann auch noch hier und Stolrak und Stolos natürlich, Meditalis, Plusle, damals auch aus Prag bekommen. Plusle und Minun ist auch dabei, hat auch nicht jeder, obwohl ich dachte, die sind so viel. Dann haben wir, genau das wollte ich entwickeln, weil das eben ein weibliches ist und ein Shiny und mir fehlt bei Roserade noch ein weibliches Roserade und ein Shiny Roserade, dass ich das entwickle, dass gleich beide Sachen abgedeckt sind. Da also Roselia, das war auch damals von Dortmund, gab es ja viel, mittlerweile weltweit verfügbar, kann man zuschlagen. Weilmar. Da habe ich mir damals auch eins getradet, eins entwickelt, seitdem noch ein paar andere bekommen. Spoink haben wir hier, haben wir auch noch nicht entwickelt, könnte man natürlich, wir haben ja mehrere. Genauso wie Wablu, Wablu gab es auch in Dortmund so viele, auch so viele WP10er dabei, Altaria dabei, mehrere. Lunastein, das ist noch ganz frisch, das habe ich erst bekommen, wurde mir erst getradet. Genauso wie Sonnenfell, das habe ich nämlich sogar jetzt oben in die Arena gesetzt, das habe ich gestern bekommen, gestern getradet, richtig geniale Sache, Lunastein, Sonnenfell, beide jetzt also da, Barschwa haben wir hier, oh, und da fehlt mir eigentlich nochmal ein Barschwa, damit ich eben nochmal ein Milotic machen kann, was nicht leuchtet, weil das ja auch wieder ein Lucky ist, Milotic aber trotzdem entwickelt, ich meine, das sieht bei dem ja eigentlich elegant aus, ist auch zum Glück nicht weiß, aber hier, das würde viel zu viel sein, von den Farben her auch einfach. Ich muss immer sehen, es ist ja so ewig Zeit, das Spiel geht unendlich sozusagen, ihr könnt noch so viel sammeln. Formeo haben wir auch dabei, leider nur die Normalform, die anderen haben ja, sehen nicht anders aus als Shiny, es sieht ja alles immer so aus,
wie die normalen, nicht, also die Shinies sehen aus wie die normalen Farben dann bei den anderen. Deswegen, keine Ahnung, ob die überhaupt rausgebracht werden, wäre aber logisch, muss man ja, man will ja trotzdem den Eintrag haben, obwohl der bei Formeo jetzt ja trotzdem dabei sein müsste. Oder auch nicht. Müssen wir mal abchecken irgendwann. Schuppelt haben wir dabei, Barnett haben wir dabei, Zwirrlicht haben wir dabei, Zwirrklopp haben wir dabei. Auch da die Entwicklung erst in der vierten. Seele dann noch, Absol haben wir dabei, Isso haben wir dabei, Schnäppke, auch ein Dank an Angelina Vio, die mir dann mein drittes letztens noch verschafft hat. Dass ich das jetzt eigentlich auch entwickeln könnte, hat ja zwei Entwicklungen, also einmal ein männliches, ein weibliches, dass man da wieder differenzieren kann. Alles klar. Dann haben wir Perlu dabei. Perlu auch wieder ein paar, da geht es auch wieder richtig ab. Da können wir nochmal schnell durchscrollen. Da haben wir auch ein bisschen entwickelt, haben Alabis bekommen und natürlich auch Saganabis. Ihr seht, hier beim ersten Mal geklappt, hier hat es zwei Anläufe gebraucht. Libiskus haben wir hier, Kindwurm, da sind wir schon wieder bei den Sea Days, da kommt auch gleich Drachel und Brutalanda, müsste da auch, wenn das Kindwurm mit seinem Marshmallow-Kopf endlich durch ist. Nö, ich habe gar keinen Drachel. Müsste ich einfach nochmal eins entwickeln, sind ja genügend auf der Hand, 100% Lucky. Brutalanda in Shiny, das kann man auch nochmal bewerten. Kannst mit einem aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung 15. Das ist richtig geniale Sache. Auch durch einen Lucky Trade entstanden. Dann haben wir Tarnel da. Metang haben wir hier. Und wir haben natürlich Metagross als Shiny. Noch keins hochgezogen. Latios. Ist das Latios? Nee, Latias. Latios. Oh, ich bringe die zwei immer durcheinander. Da auf jeden Fall auch ein Lucky bekommen. Ein Lucky Shiny, was nicht schlimm ist, weil ich mir andere Luckys noch rübergeben konnte und auch selber gefangen habe. Deswegen kann ich das zum Beispiel auch abgeben. Und das stört auch der Hintergrund dann nicht. Hier, Latias genau ist es, nicht Latios. Latios ist das Blaue, das Männliche. Latias ist das Weibliche. Das also auch getradet, das selber gefangen. Deswegen steht der Trade, dass ich traden kann. Andere hätten es jetzt anders umbenannt. Da ein paar mitgenommen natürlich bei Latias. Und bei Latios genauso. Das eine habe ich ja auch gemaxt, weil das das Beste war, was ich da bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie viel EV. Das müsste das 98%ige auf jeden Fall sein. Da können wir auch nochmal kurz bewerten. Kannst mit einem aufnehmen. KP und Angriff. Beste, die ich je gesehen habe. Dann natürlich auch ein Glücks-Pokémon gemacht. Das mit diesem Lucky Trade. Ist es eigentlich jetzt eine gute Sache, um sich die Legendären eben als Lucky im Dex zu vervollständigen? Dann ziehen wir weiter durch. Kyogre haben wir hier. Da muss ich warten, bis nochmal Glücksfreund ist und gucken, ob auf irgendeinem Account noch ein Shiny drauf ist. Aber ich glaube, die habe ich damals alle rübergetauscht. Da sind auf jeden Fall auch noch ein paar da. Hätte man da natürlich gewartet, hätte man mehr davon gehabt. Geduld zahlt sich meistens wirklich aus, aber habe ich meistens nicht. Dann auch hier Shiny Groudon. Da auch ein ganzer Batzen, eine ganze Handvoll davon. Auch da kann man auch traden manche. Manche sind getradet. Und Shinox habe ich hier 1, habe ich hier 2, habe ich hier 3. Unten seht ihr, der Button ist nicht mehr grau. Ich habe schon mal einen Shinox bekommen, was ich dann durchentwickelt habe. Das habe ich aber mittlerweile, das Luxio, weggegeben. Habe ich getauscht mit dem Elekid vom Spooky Swigetti. Habe mittlerweile aber schon wieder 3 neue Shinox und könnte alle 3 Formen jetzt wieder machen. Knospi haben wir jetzt hier einmal, zweimal, habe ich auch einmal getauscht für 40.000 und dann habe ich es plötzlich aus einem Ei bekommen und habe es ein zweites Mal. Haspirohr, jetzt letztens vom Oster-Event natürlich noch, Haspirohr, haben wir auch noch nicht entwickelt, können wir auch noch machen. Jetzt sind ja auch die Gen 4 Entwicklungen von den anderen, Kramchef als Shiny, also vom Kramurks, hier Mamoodle dabei gewesen. Als Shiny, Zwirrfinst als Shiny vom Zwirrklopp. Dann haben wir natürlich Meltan und da müssen wir auch gleich zu Ende sein. Ein paar Meltan zum Abgeben, manche zum Behalten und Melmetal auch theoretisch zum Abgeben, weil ich mir aus den anderen, die ich mir rübergegeben habe, ja auch wieder eins entwickeln kann. Also das war's eigentlich. 1934, das letzte hier in der Liste, ein Shiny Melmetal. Jetzt sehe ich, das Video geht schon 25 Minuten. Das war's aber jetzt.
Und das ist also die aktuelle Übersicht über die schillernden Pokémon, über meine aktuelle Sammlung, wie es da jetzt aussieht. Und es wird immer mehr, irgendwann gehen die Videos 100 Minuten, man kann sie sich gar nicht mehr angucken. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie viele Shinies habt ihr denn so? Habt ihr Shiny-Glück? Wie viele Anläufe braucht's? Habt ihr die exklusiven Shinies aus den Raids, also Absol, Alola Knocker oder Alola Raichu, Shinux, diese Sachen, die es nur aus den Raids gegeben hat? Habt ihr die vervollständigt? Interessieren die euch nicht? Habt ihr euch die geholt? Werdet ihr euch die holen? Was macht ihr? Sammelt ihr die Familie oder nehmt ihr, wenn ihr ein Baby-Pokémon habt, nehmt ihr das, entwickelt ihr das gleich durch? Wenn ihr ein normales fangt, entwickelt ihr das gleich durch und gebt ihr die dann wieder ab, weil ihr einfach nur die Einträge wollt? Oder sammelt ihr die Shinies wirklich auf der Hand und wollt einen Shiny Living Dex haben? Das ist natürlich interessant, das macht jeder anders. Kann auch jeder anders machen, ist natürlich anders, viel leichter und unkomplizierter. Aber man will es ja nicht zu leicht haben. Das war es aber von meiner Seite aus. Grüße gehen nochmal raus an den Markus Kutschera für diesen Video-Wunsch natürlich, Zuschauerwunsch, meine Shiny-Sammlung, ganz aktuell, jetzt vom Mai 2019. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.